Hi, ich bin die Claudia, das ist die Nina und das ist Fuck. Und wir haben heute ein ganz besonderes Ganzkörper-Workout für dich. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Wähl nach Übung aus, was dir gut tut und wo du dich herausforderst. Los geht's, würde ich sagen. Wir starten natürlich mit einem kleinen Aufwärmen. Marschier mal auf rechts. Los geht's. Letzten 4, 3, 2, geh in ein Knie ab nach oben. Nimm die Arme locker mit und dann steig richtig gut auf die Line, dass du die Balance halten kannst. Schau auch mal, ob eher der Ballen oder der Mittelfuß auf der Line steht. Sehr gut. Und spür schon mal dieses geniale Gerät. Deine tiefe Muskulatur wird aktiviert. Deine Haltemuskulatur. Sehr schön. Achtung, jetzt nimm mal die Arme immer von oben zum Knie mit dazu. Sehr schön. Streck dich lang, steig immer richtig kraftvoll nach oben auf die Line. Die letzten 4, 3, 2, Leg Curl. Fuß nach hinten. Arme ganz entspannt mit dazu nehmen. Weiter atmen. Sehr gut. Dann ist zumindest schon mal dein Knie durchbewegt, dein Sprunggelenk, deine Schultern, deine Ellenbogen. Noch 4. Schön gerade nach oben. 3, 2. Achtung, Basic rechts. Sehr schön. Steig immer rechts, links auf die Line und wieder ab. Wunderbar. Nimm mal beide Arme mit nach oben und hinten. Hoch und tief. Hoch. Sehr gut. Nochmal kurz hier für die Schultern. Tief ein- und ausatmen. Noch 4 Stück. Noch 3. Immer ganz nach oben schieben. 2. Achtung, nochmal nie ab. Nie ab. Sehr gut. Letzte Runde. Achtung, ein Nie ab. Und marschier auf links. Sehr gut. Achtung, jetzt mal basic mit links. Los geht's. Und steig nach oben. Sehr schön. Gerne darfst du auch runter auf die Line gucken, wo du gerade bist. Noch 4, 3, 2 und wieder Knie ab. Wunderbar. So, jetzt hast du dich schon mal an die Line gewöhnt. Der Körper ist ein bisschen durchbewegt. Das Herz-Kreislauf-System ist schon mal angesprungen. Und letzten 2. Oh, einen müssen wir noch. Mach noch einen. Marschier rechts. Sehr gut. So, wir starten mit der ersten Übung. Bei Nina siehst du Stufe 1, bei mir Stufe 2 und bei Fuchs Stufe 3. Wir starten mit dem rechten Fuß ein Basic hoch-tief. Steig hoch und tief. Die Füße sind ungefähr schulterbreit. Sehr gut. Arme nimmst du locker mit. Sehr schön. Atmen. So, Stufe 1, die bleibt so. Stufe 2, komm tief und wieder hoch. Genau, geht's in deinem Tempo. Und Stufe 3 siehst du bei Fuck. Fuck springt leicht auf die Line und wieder runter. Sehr schön, atme weiter. Nimm die Arme nach vorne. Sehr gut. Du merkst, was die Line bewirkt. Die Line lässt dich reagieren. Die lässt deinen Körper viel mehr arbeiten, als wenn du ohne sie trainieren würdest. Sehr schön. Und manchmal schmeißt sie einen auch in unvorhergesehene Richtungen ab. Sehr gut. Lass den Rücken lang, Arme weit nach vorne. Und mach noch 2. Und letzte Runde. Und dann marschier. Sehr gut. Alles klar soweit? Yes. Dann natürlich auch alles mit links. Du wirst einen Unterschied spüren, versprochen. Marschier mal auf links. Sehr gut. Und dann starte mit einem ganz entspannten Basic wie aus dem Warm-up. Los geht's. Yes. Arme erstmal ganz entspannt mitnehmen. Guck schon mal, dass du ungefähr schulterbreit nach oben steigst. Version 1, bleib so. Version 2, geh tief. Gerne die Arme mitnehmen
Und Version 3, kleiner Jump nach oben und wieder runter. Natürlich darfst du jetzt je nach Version auch in deinem Tempo gehen. Musst du vielleicht sogar, weil du vielleicht noch tiefer gehst als der Fuchs. Sehr gut. Okay, mach hier noch mindestens 4 Stück. Arme gerne mit nach vorne. Die helfen auch, den Körper in Balance zu halten. Spür die Oberschenkelmuskulatur. Beim Aufrichten die Gesäßmuskulatur. Das ist dein größter Hüftstrecker. Sehr gut. Komm, ein letzter noch. Und dann bleib. Wunderbar. Alles ein bisschen ausschütteln. Atmen. Und dann zieh dich mal lang. Atme tief ein. Streck dich. Atme aus. Nochmal lang ziehen, tief einatmen. Und über die Seite aus. Sehr gut. Bereit für die nächste Runde, würde ich sagen. Los geht's. Starte mit dem rechten Fuß vorne auf der Line. Es wird von der Bewegung etwas ruhiger. Linkes Bein wie auf 2 Schienen parallel verlaufend etwas nach hinten abgesetzt. Und jetzt heb hinten die Ferse an. Bleib schon mal da. Leg gerne die Hände mit einer Faust zueinander, aufeinander. Sehr schön. Dein Start. Hinten beugen und wieder hochschieben. Hinten beugen und wieder hochschieben. Sehr gut. Bleib ganz aufrecht. Hol dir die Kraft aus den Oberschenkelmuskeln. Quadrizeps, Femoris ist hier am Arbeiten. Sehr schön. Das ist Stufe 1. Stufe 2. Beim Hochkommen tippst du auf die Line. Probier mal. Yes. Und Stufe 3. Fuck darf einen Kick nach oben machen. Yeah. Oder auch nur, in Anführungszeichen, nur das Knie anheben. Sehr schön. Und jetzt merkst du hier wieder, alles arbeitet. Du darfst auch gerne hier unten mal pausieren, um dich hier wieder in die Mitte zu bringen. Super. Komm, mach noch 4 Stück. Geht noch? Yes. Und ich glaube, 2 sind es noch. Und dann bleib hinten. Arme tief. Absteigen. Juhu. Ausschütteln. Atmen. Wenn du jetzt einen deutlichen Unterschied zwischen rechts und links spürst, alles richtig gemacht. Wir sorgen für den Ausgleich. Linker Fuß nach vorne. Schön mittig auf die Line, dass du hier ein gutes Stabilitätsgefühl hast. Weil stabil ist sie nicht. Deswegen trainieren wir ja mit ihr. Komm mit dem rechten Fuß so weit nach hinten, dass du eine gute Schrittstellung hast. Hier in der Mitte ist alles fest. Ferse ist in der Luft. Schultern tief. Groß, stolz und schön. Okay, ready? Wir starten mit Hochschieben und tief. Und wieder hoch und wieder tief. Sehr gut. Hol dir wieder die Kraft aus den Oberschenkelmuskeln. Quadrizeps, Femoris arbeitet. Der Rücken ist lang. So, das ist Stufe 1. Stufe 2, komm mit dem Tap vor auf die Line. Wenn du nach hinten steigst, immer wieder Spannung aufbauen. Dafür sorgt die Line, dass du das machen musst, machen darfst. Juhu, was für ein gutes Workout hier. So, Stufe 3. Fuck, bist du bereit? Ach, du machst schon. Sehr gut. Immer mit einem Kick nach oben. Sehr gut. Atmen. Und immer hier wieder Balance finden. Sehr schön. Und es arbeitet nicht nur deine oberflächliche Muskulatur, sondern von der Fußsohle bis zur Tiefe ist hier alles dabei, was dein Körper hergibt. Komm, schaff noch 2 Stück. Atmen. Und letzte Runde. Yeah, bleiben, Arme lösen. Absteigen. Super, ausschütteln. Atmen. So langsam darf sich das Gefühl wieder angeglichen haben. Eine Runde haben wir noch. Dreh mal die Line. Sehr gut. Alle bereit? Dann starten wir auf der rechten Seite. Nimm deinen linken Fuß oben drauf. Schön mittig. Nimm jetzt beide Arme nach vorne. Komm tief. Sehr gut. Jetzt richte dich auf. Zieh die Schultern zurück.
richte dich ganz auf, heb jetzt noch deine rechte Ferse ab, Gewicht auf die Line und wieder tief. Sehr gut. Komm wieder hoch. Atmen. Vielleicht klappt es sogar mit dem Einatmen hoch, ausatmen tief. Sehr schön. Wenn du nach oben kommst, lass unbedingt dein Standbein leicht gebeugt. So, das ist Stufe 1. Stufe 2 hebst du natürlich dein rechtes Bein ein bisschen ab. Sehr schön. Probier aus. Und Stufe 3, darfst dein rechtes Knie anheben und auch einen kleinen Kick nach vorne probieren. Und dann wieder sanft und leise landen. Sehr schön. Und wenn du hier oben so langsam das Zittern anfängst, gutes Training, würde ich sagen. Dann halt noch ein bisschen durch. Und die letzten Wiederholungen. Schieb dich hoch, Schultern zurück. Und dann einmal hoch und nochmal tief. Und bleib unten. Richte dich schön wieder auf. Sehr gut. Beine auslockern. Atmen. Dann einen Step drüber, andere Seite. Wir sorgen für den Ausgleich, rechtes Bein. Wieder schön mittig auf die Line, linken Fuß daneben. Und du startest mit einem langen Rücken, bisschen Grundspannung im Bauch, ist immer eine gute Idee. Arme vor, Schultern weg von den Ohren. Richte dich auf, Schultern zurück, einatmen. Komm wieder tief und wieder hochziehen. Sehr gut. Das ist Stufe 1. Nein, da fehlt ja noch was. Ferse hoch. Natürlich. Verlager ein bisschen dein Gewicht auf die Line. Dein ganzer rechter Fuß, dein ganzes rechtes Bein trägt das Gewicht. Sehr schön. Stufe 2. Du darfst das Bein weg vom Boden lösen. Atmen. Und hab immer das Gefühl, du schiebst dich hoch. Hoch, 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 hoch. Ja, sehr gut. Und Stufe 3, hebe jetzt noch zusätzlich dein Knie und vielleicht so einen kleinen Kick nach vorne. Sehr schön. Mach das Ganze je nach Stufe in deinem Tempo. Sehr gut. Nutze diese super Vorteile von dem Geburt. Es bringt dich immer wieder neu aus der Balance. Du darfst immer wieder neu reagieren. Deswegen ist das Training so super effektiv. Du schaffst noch 3. Schultern zurück. Atmen. Yeah. Noch 2. Komm, ein letztes. Nochmal groß, stolz und schön. Und dann bleib tief. Richte dich auf. Sehr gut. Mach hier locker am Platz. Atmen. Wunderbar. So. Wenn dir dieses kleine Workout gefallen hat, dann gefallen dir auch all unsere anderen Workouts. Klick dich nicht nur durch, sondern trainier mit uns. Bis zum nächsten Training.